Sie ist eine der mächtigsten Organisationen der Welt. Sie erstreckt sich über 2 Kontinente und umfasst insgesamt 21 souveräne Staaten und ihr internationaler Einfluss nimmt immer weiter zu. Die Rede ist von der Arabischen Liga. Sie ist aktuell in aller Munde, da sie zum Ärgernis des Westens vor kurzem Syrien unter dem Diktator Assad wieder in ihre eigenen Reihen aufnahm. Insgesamt distanziert sich die Organisation immer weiter vom Westen und fährt zunehmend ihren eigenen Kurs in der internationalen Geopolitik. Und durch mächtige Führungsmitglieder wie Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emiraten, Ägypten und Marokko weiß sie zunehmend ihre Karten richtig auszuspielen. Sie spielt im Ukraine-Krieg beide Seiten gegeneinander aus und profitiert so durch den Handel mit beiden Lagern. Was hat es also auf sich mit der Arabischen Liga? Wie mächtig ist sie tatsächlich und können sie zu einer Art EU der arabischen Länder aufsteigen? All diese Fragen schauen wir uns im heutigen Video an. Viel Spaß! Die Gründung der Arabischen Liga erfolgte bereits im Jahr 1945, sogar noch während des Zweiten Weltkriegs. Durch den Krieg waren die europäischen Kolonialmächte geschwächt und die arabischen Staaten sahen nun ihre Chance zur Unabhängigkeit gekommen. Kurz zur Erinnerung, bis zum Ersten Weltkrieg hatten fast alle dieser Staaten mehrere Jahrhunderte lang zum Osmanischen Reich gehört. Im Ersten Weltkrieg stellten diese sich dann auf die Seite der Alliierten, da sie sich als Dank für ihre Unterstützung die Unabhängigkeit erhofften. Tatsächlich kam es aber ganz anders. Das Osmanische Reich ging zwar unter, nun teilten aber die Alliierten, insbesondere Frankreich und Großbritannien, die Region unter sich auf. Frankreich erhielt zum Beispiel Syrien und den Libanon und Großbritannien den Irak und Jordanien. Dabei wurden ziemlich willkürliche Grenzen zwischen den Staaten gezogen, die teilweise bis heute für Unruhen sorgen. Mit dem Zweiten Weltkrieg schafften es dann aber alle Staaten des Nahen Ostens, bis auf Palästina, sich von den Kolonialmächten zu lösen und final ihre Unabhängigkeit zu erreichen. Und so kam bereits früh die Idee für eine gemeinsame, koordinierende Organisation auf. Man hatte aus dem Ersten Weltkrieg gelernt und wollte sich deshalb zusammenschließen, um die Unabhängigkeit dieses Mal auch dauerhaft zu wahren. Zudem wollte man sich gemeinsam koordinieren und eine übergreifende arabische Identität schaffen. So unterzeichneten die Staaten am 22. März 1945 den sogenannten Pakt der Liga der Arabischen Staaten. Zur Gründung bestand die Arabische Liga dabei aus 7 Ländern. Dem Königreich Ägypten, dem Königreich Irak, der Libanesischen Republik, dem Königreich Saudi-Arabien, der Arabischen Republik Syrien, dem Emirat Transjordanien und dem Königreich Jemen. Aber die Schaffung einer gemeinsamen Identität und auch die Festlegung auf gemeinsame Ziele gestaltete sich in der Realität aber deutlich schwieriger als zunächst angenommen. Jeder Staat hatte seine eigene Vorstellung einer arabischen Einheit, was immer wieder zu Konflikten führte. Auf ein gemeinsames Ziel konnten sie sich aber schließlich einigen, die Aufhaltung des Zionismus, also die Gründung eines jüdischen Nationalstaats in Palästina. Es kam zu Sanktionen und zum Boykott Israels, schließlich auch zu mehreren offenen Kriegen. Beispiele hierfür sind der Palästinakrieg, die Suezkrise und der Sechstagekrieg. Die arabischen Staaten waren Israel aber in allen Konflikten haushoch unterlegen, wodurch auch die Einheit der Arabischen Liga zunehmend schwand. Viele Herrscher wurden auch in der Folge gestürzt. Es gab aber bald schon einen neuen gemeinsamen Feind, der die Einheit der zumeist sunnitischen arabischen Staaten beschwörte. Die Rede ist vom Iran, in dem in den 70er Jahren der Ayatollah an die Macht kam. Viele Staaten der Arabischen Liga begannen sich daraufhin wieder Israel anzunähern. Es geht sogar so weit, dass viele Staaten mittlerweile wieder normale Beziehungen aufgenommen haben. Und in der Zwischenzeit ist die Organisation dabei auch stetig gewachsen. Vor allem nach der Unabhängigkeit der Staaten Nordafrikas traten all diese ebenfalls der Arabischen Liga bei, sodass sie mittlerweile aus 21 Staaten plus dem international nicht vollständig anerkannten Staat Palästina besteht. Und durch das Bündnis der führenden Mitglieder wie Saudi-Arabien und den Emiraten mit dem Westen wurde die Arabische Liga auch immer mächtiger. Doch wie mächtig ist die Liga heute? Es ist ersichtlich, dass die Organisation zunehmend ihren eigenen Kurs in der internationalen Politik fährt. Dies wurde jüngst durch die Wiederaufnahme Syriens und die Neutralitätserklärung im Ukraine-Krieg deutlich. Dennoch ist der Zusammenhalt innerhalb der Liga eher gering und der Kurs wird von einigen wenigen Staaten, allen voran Saudi-Arabien, diktiert. Wir müssen uns vor Augen führen, dass wir es hier im Gegensatz zur EU zum Großteil mit keinen demokratischen Staaten zu tun haben. Die Länder sind geprägt von Diktaturen und Monarchien und deshalb erscheint eine demokratische Organisation, in der alle Mitglieder gleiches Mitspracherecht haben, in der Praxis auch eher schwierig. Das sehen wir auch daran, dass Beschlüsse der Organisation nicht für alle Mitglieder bindend sind. Das arabische Parlament, in dem Abgeordnete der einzelnen Staaten sitzen, hat zudem lediglich eine beratende Funktion. Und das wirtschaftliche Gefälle zwischen den einzelnen Staaten ist auch gigantisch. In Katar beträgt das BIP pro Kopf beispielsweise 90.000 US-Dollar, in Somalia hingegen nur 600 Dollar. Und dadurch ist auch die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den Staaten aktuell eher überschaubar. Wenn die Organisation also eines Tages ein gemeinsamer Zusammenschluss nach Vorbild der EU werden will, liegen noch viele Hindernisse vor den Staaten. Aktuell scheinen die Interessen der einzelnen Staaten und ihrer jeweiligen Herrscher aber zu unterschiedlich, um sich dauerhaft auf feste institutionelle Strukturen zu einigen.
So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann kann ich euch noch sehr mein Video über eine weitere, eventuell in der Zukunft entstehende Union empfehlen. Die Rede ist von der türkischen Union, über die ich bereits ein eigenes Video gemacht habe. Ich verlinke es euch direkt hier. Viel Spaß beim Anschauen und ich sag ciao.